Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Wie ihr seht, meine kleinen Gefährten veranstalten hier so einen kleinen Tanz um mich herum. Die freuen sich schon darauf, nach Terminus zu gehen. Wieso bin ich also in Willowwood, wenn ich eigentlich in Terminus sein sollte? Ich bin hier, um noch ein bisschen von diesen Gewebe-Dingsbums-Fragmenten zu suchen. Wie nennen sich die nochmal? Da. Gewebeberührte Fragmente. So nennen sich die. 13 Stück habe ich schon. Das heißt, ich könnte mir theoretisch schon eine so eine Kiste kaufen, wo möglicherweise ein Gefährte drin ist. Oder nee, nicht möglicherweise. Da ist auf jeden Fall ein Gefährte drin. Na gut. So, genug gespielt, meine Kleinen. Wir müssen ja nach Terminus und nicht hier Quatsch machen. So machen wir das. So, zack. Lavafelder. So, bin ich mal gespannt, was uns in Terminus erwartet. Letztes Mal sind wir ja gerade hier angekommen. So ist sie sichtbar und so ist sie unsichtbar. Na gut. Jezira. Trobriand hat diesen Ort bereits wieder verlassen. Doch ich kann Schmieden und seine Konstrukte ausmachen. Das müssen die Konstrukte sein, die diese ganzen Leute entführt haben. Sie müssen irgendeine Rolle in Trobriands Plan für den Torstab spielen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er weitere davon herstellt. Okay, also alle Konstrukte kaputt machen? Habe ich jetzt so verstanden? Achso, oh. Ich muss ja erstmal den nächsten Schritt hier überhaupt. So, Expedition nach Terminus. Beginnen. Übrigens, ich habe ja noch eine Neuigkeit zu berichten. Ich habe, als ich das letzte Mal die Aufnahme beendet habe... So, Belohnung abholen, Dankeschön. Ah, jetzt hat sie mehr zu erzählen. Da habe ich tatsächlich mich in eine Warteliste eingereiht. Und zwar, ich bin ja jetzt knapp über 20.000 Gegenstandsstufe. Ich habe mich eingereicht in diese hier Expertenwarteliste. Warum habe ich mich da eingereiht? Ganz einfach, weil es so schnell ging. Hier, guckt mal, 13 Sekunden. Hat dann zwar doch ein bisschen länger gedauert als 13 Sekunden, irgendwie 2 Minuten oder so. Aber, naja, egal. Es ging sehr schnell und ich habe das nur deshalb gemacht, weil es so schnell ging. Ansonsten hätte ich hier Adepten eher genommen. Aber die Adepten irgendwie, ja, die dauert irgendwie lange. Und das dauert länger als 5 Minuten. Die anderen gehen eigentlich recht fix auch immer. So, Adepten hat mir zu lange gedauert. In dem Moment war das dann über 10 Minuten Wartezeit. Da dachte ich so, ah, ich will ja nur schnell einen Dungeon machen. Und die hier war rucki zucki. Da habe ich gedacht, okay, ich habe ja die Gegenstandsstufe. Und ich habe mir sagen lassen, dass hier das Versteck des wahnsinnigen Magiers gar nicht so schwer ist und so. Also rein da. Naja, gesagt, getan. Dann war ich tatsächlich in dem Dungeon drin. Und es lief auch eigentlich ganz gut. Ich konnte mich sogar ganz gut behaupten, was den Damage angeht. Ich bin ja Damage-Dealer, also muss ich mich so ein bisschen auch mit den anderen Damage-Dealern messen. Und ich war am Anfang an Platz 4. Das ist natürlich nicht so gut für einen Damage-Dealer. Dann war ich aber im Laufe des Dungeons auf Platz 3 und 2. Das schwankte dann immer so. Mal 2, mal 3. Eins war ich nie. Eins, da gab es einen richtig guten Damage-Dealer, der halt alle anderen also um das Doppelte übertroffen hat. Und beim ersten Endgegner oder beim ersten Bossgegner war es dann aber tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich, ich bin ja blind reingelaufen. Ich habe mich weder über die Mechaniken informiert, noch mir irgendein Video angeguckt oder irgendeine Anleitung durchgelesen. Ich bin einfach mal so blind rein. Und das haben die Leute natürlich sofort gemerkt. Ne? Die haben auch sehr schnell gemerkt, okay, ich bin eigentlich gerade so geeignet für das Dungeon, eigentlich eher nicht geeignet. Dann hatte ich aber das Glück, dass diese Gruppe sehr, sehr verständnisvoll war. Das waren alles sehr nette Leute. Und einer hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und hat mich vor jedem Bossfight dann informiert. Okay, pass auf, der funktioniert so und so. Er hat Phase 1, Phase 2, Phase 3. Du musst das machen, du musst auf das achten und du musst dann dies machen und dann musst du dahin laufen.
hat mich also wirklich an die Hand genommen und mir alles erklärt. Und ich habe mich dann auch natürlich bedankt bei den Leuten, dass die so geduldig waren. Insgesamt hat das Ganze eine Stunde gedauert. Ich habe den sogar aufgenommen, den Lauf, natürlich nicht kommentiert, weil ich, wenn ich das erste Mal mache, einfach nur für mich aufnehme, um später analysieren zu können, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, wo muss ich irgendwie auf was achten. Das hat dann tatsächlich jemand für mich übernommen und mir alles erklärt. Und das war auch sehr gut. Also die Gruppe war, wie gesagt, sehr geduldig. Ich habe mich bedankt bei denen, dass die die Geduld hatten. War sehr höflich. Wir hatten einen fantastischen Heiler da, irgendwie einen Paladin, glaube ich. Der hat auch in den schwierigsten Situationen die Gruppe am Leben gehalten. Also wir hatten nur beim allerersten Boss einen Wipe. Also einmal haben wir das nicht geschafft, weil wir, da geht es so um Mimika. Und jeder Damage-Dealer muss quasi eine bestimmte Ecke in diesem Kampf beschützen und dort die Gegner alleine niedermachen. Ich habe das beim ersten Versuch, habe ich ein paar Gegner durchgelassen. Nicht viele, ich glaube zwei, maximal drei Gegner durchgelassen. Und das machte die ganze Sache schon schwerer. Die anderen haben beim ersten Versuch auch ein paar durchgelassen. Und dadurch waren dann zu viele Gegner da. Haben wir also nicht geschafft. Beim zweiten Durchgang hat eigentlich jeder perfekt funktioniert. Also ich habe keinen einzigen Gegner mehr durchgelassen, die anderen auch nicht. Und die anderen haben so ein bisschen gezweifelt. Werde ich es schaffen, tatsächlich die Gegner alle zu töten? Weil das ist wichtig, dass man möglichst keinen einzigen Gegner durchlässt. Wenn man das schafft, ist der Kampf nicht so schwer. Und da haben die so ein bisschen gezweifelt. Habe ich tatsächlich genügend Damage, also Schaden verursachende Kräfte, um alle Gegner dort schnell zu vernichten? Beim ersten Mal hat es halt nicht geklappt, aber nicht nur bei mir. Und beim zweiten Mal hat es bei allen funktioniert und der Kampf war dann gewonnen. Und der zweite Bosskampf ging dann ein bisschen einfacher sogar noch, dank unseres fantastischen Heilers. Und beim dritten, beim Endboss, der funktioniert auch super. Also ich muss mich bei dieser Gruppe wirklich sehr bedanken. Ich habe jetzt aber die Namen nicht alle parat. Schade eigentlich. Ich rede jetzt spontan so darüber. Auf jeden Fall, Schlusswort, was diesen Kampf angeht. Wir haben natürlich den Dungeon dann geschafft nach einer Stunde. Und es gab auch schöne Belohnungen. Unter anderem gab es, ich kann es ja mal zeigen, hier, elegantes Leder des Nachfolgers und schwarz gebeizte Fellrüstung. Beide schöne Panzerungen. Ich weiß nicht, elegantes Leder des Nachfolgers. Ist das eigentlich die Endrüstung schon, die man so finden kann? Ich schaue mal ganz kurz nach. Tatsache, Rüstung des Nachfolgers. Also das ist die Endrüstung für meinen Charakter, das ich so finden kann. Die Frage ist jetzt tatsächlich, möchte ich die behalten? Eigentlich ist sie ganz gut. Warum eigentlich? Weil die Rüstung, die ich jetzt habe, im Grunde genommen auch sehr gut ist. Der fellbesetzte Kuno des Bären, ich habe viele, viele Leute gesehen, die ihn immer noch tragen, auch jetzt im Endgame. Obwohl die Gegenstandsstufe nicht so hoch ist, obwohl die Werte nicht so hoch sind, aber die hat halt immer noch, eure Nahkampfkräfte verursachen 3% mehr Schaden. Und für Damage-Dealer, glaube ich, ist das immer noch eine Rüstung, die sich behauptet. Also, ich weiß nicht, ob sie jetzt best in Slot ist, also das Beste, was man haben kann. Das ist wahrscheinlich situationsbedingt, aber ich habe immer noch viele Leute, oder ich sehe immer noch viele Leute, die diese Rüstung tragen. Deshalb habe ich sie auch. Und deshalb trage ich im Moment auch nicht die Rüstung des Nachfolgers. Also diese hier. Vielleicht werde ich sie meinen anderen Charakteren geben. Die ist ja zum Glück Account gebunden und scheinbar wird sie auch nicht zum Charakter gebunden, wenn man die trägt. Man kann sie also immer hin und her switchen. Und vielleicht werde ich sie irgendwann mal benutzen. Muss ich mal schauen. Ja. Dann, meine Werte haben sich auch ein bisschen geändert. Ja, ich glaube, Kraft habe ich ein bisschen gesteigert. Ich habe vor allem kritischen Trefferwert gesteigert. Auf jetzt fast 80.000. Das ist zu hoch. Aber ich komme kaum runter von diesem Wert. Also ich habe mir schon meine Artefakte angeguckt und alles, was ich so habe. Ich habe kaum eine Möglichkeit, den kritischen Trefferwert herunterzubekommen. Ich sag mal, wenn ihr das so anschaut, ne? Der besteht ja jetzt auch zu einem großen Teil aus Buffs und nicht aus Gegenständen. Die Gegenstände machen nur 23.840 Punkte und Buffs 51.000. Ich weiß gar nicht, wie ich die Buffs runterbekommen soll. Mein Gefährte zum Beispiel, von dem kommt halt ein Großteil dieses Wertes. Der hat hier 25.000 kritischen Trefferwert. Wie ich das runterbekomme, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich muss ich ihm andere Gegenstände geben. Die haben
Aber die haben auch nicht so viel. Okay, hier habe ich 3800 kritischen Trefferwert. Hier habe ich 5000 kritischen Trefferwert. Also von dem bekomme ich halt viel. Naja, okay. Machen wir mal. Fangen wir mal an, ne? Ich rede und rede. Wir haben viel zu tun. Packen wir es an. Ein Friedensangebot an mich? Ihr müsst hier auf der Hut sein. Denn diese Ebene wird von Fasrian, einem skrupellosen und sehr mächtigen Planetar, beherrscht. Er ist in gewisser Weise eine sehr tragische Gestalt. Und ihr könntet vielleicht in Versuchung kommen, ihn zu erlösen. Doch das liegt jenseits unserer Fähigkeiten. Seine verdrehte Auffassung von Gerechtigkeit bedeutet für gewöhnlich den Tod für alle, die er als unwürdig erachtet. Wir müssen Fasrian irgendeinen Grund geben, euch nicht auf der Stelle zu vernichten. Es hat wahrscheinlich nicht sein Gefallen gefunden, dass sich Fomora hier in seinem Reich niedergelassen haben. Tötet einige von ihnen, um seine Gunst zu erlangen. Und auch wenn es etwas grausig klingt, ihr solltet ihm Beweise für eure Tat bringen. Seht das Ganze einfach als eine Gnade für diese Fomora an, die auf eine Laune von Hallister hin hier in Terminus gefangen sind. Das ist aber ein fieser Auftrag. Also das... Das entspricht nicht so ganz meinen moralischen Vorstellungen, dass ich irgendwelche Wesen töte, um die Gunst eines anderen Wesens zu erlangen. Also nur um die Gunst eines anderen Wesens zu erlangen. Weil was haben die Fomora getan? Also sie sagt ja, sie sind hier Gefangene von Hallister. Okay, gut, ist das ein Grund, die jetzt... Und ist das tatsächlich eine Gnade jetzt für die, nur weil sie Gefangene sind, sie zu töten? Ich meine, ich muss das ja annehmen, damit die Story weitergeht. Aber das ist jetzt natürlich... Also ist nicht ganz meine Art von Moral. Gut, dass das nur ein Spiel ist. Sonst hätte ich mich jetzt, glaube ich, geweigert. So. Es tut mir leid. Ja. Tut mir leid, lieber Fomora. Sieh es als Gnade. Du bist ja hier ein Gefangener. Oh, nicht gereicht. Fomora-Kopf. Mhm. Sammle ich also Fomora-Köpfe. So. Na, wen sollen wir wieder begnadigen? Komm, ich begnadige dich, lieber Fomora. Ja, die Fomora sehen es bestimmt genauso wie ich. Die sehen das auch als Gnade. Sie haben sich zwar hier schon häuslich eingerichtet, aber... Das haben sie nur gemacht aus Langeweile oder weil sie gezwungen wurden. Ich überlege gerade, ist mein kleines... Oh, wer macht hier Feuerwerke? Gab das einen Kopf? Ich glaube, das gab keinen Kopf für mich, ne? So, hier formiert sich irgendeine Gruppe. Ja, was wollte ich sagen? Gibt es hier eigentlich... Ah, hier ist noch ein Fomora. Hier kommt der Tod. Mit mir kommt der Tod. Ja, das ist, glaube ich, auch. Ja. So, jetzt habe ich ihre Köpfe. Gibt es eigentlich ein besseres Reittier hier, überlege ich gerade. Das so ein bisschen zu dieser gruseligen, feurigen Stimmung passt. Ein Friedensangebot abgeschlossen. Ihr habt euch nichts vorzuwerfen. Diese bemitleidenswerten Kreaturen hätten hier nicht lange überleben können und waren bereits dem Tode geweiht. Okay. Na gut, das macht die Sache jetzt ein kleines bisschen erträglicher. Sie waren dem Tode geweiht, okay. Hätten hier nicht lange überlebt. Wir haben viel zu tun. Richturteil des Planetars. Ihr seid nun bereit, vor Fasrian zu treten. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Und lasst keinen Moment in eurer Wachsamkeit nach. Zu seinem Gefolge zählen Dämonen und Speichellecker der übelsten Sorte. Arbeitet mit ihm zusammen, soweit dies möglich ist. Doch ihr dürft ihm niemals vertrauen. Er wird voraussichtlich von euch fordern, bestimmte Aufgaben zu erledigen, die möglicherweise recht unappetitlich sind. Doch denkt dabei immer an unser übergeordnetes Ziel. Okay.
Also Fasrian. Dann muss ich wahrscheinlich mit irgendeinem fiesen Dämonen jetzt paktieren. So, jetzt muss ich aber mal... Ich meine, ich mag das Pferdchen hier, aber ich möchte hier natürlich, was die Stimmung angeht, irgendwas haben, was hier in diese Gegend passt. Oh, ich habe leider nichts mit Feuer. Schade. So ein Höllenhund oder so. Vielleicht ein Schattenwolf, ja. Schattenwolf würde gehen. Nein. Reanimiertes Schlachtross, ja nicht. Wächterdrache vielleicht auch. Vielleicht ein Wächterdrachen. Was meint ihr? Ich nehme mal einen Wächterdrachen. Ja, so ein Drache und eine feurige Gegend. Aber das passt schon irgendwie. Aber wo muss ich hin? Ich muss hier... Ah, da. Zu Fasrian zurückkehren. Ich war noch nicht da. Also zu Fasrian hinkommen. Das würde es eher. So, links oder rechts? Rechts. Okay, wo ist... ist das der? Das Fasrian? Oh, oh. Ja. Reinspringen oder nicht reinspringen? Das ist jetzt die Frage. Gibt's hier... Da gibt's... ein... Lagerfeuer? Dann werde ich ja hier wieder erwachen, falls ich sterbe, ne? Hopp. Ah, okay. Und diesmal gab's kein... Es gab diesmal... kein Erfolg. Bums. Ja, okay. Die Versammlung aller Dämonen. Scheinbar hier, ne? Gorek. Hallo, Gorek. So, und der Dicke ist jetzt Fasrian. Und da oben noch ein Engel. Ne, das ist Orek. Das ist Fasrian. Ein Engel? Oh, er hat so eine dunkle Haut. Ein dunkler Engel. Ein böser... Alter Schwede, was geht denn hier ab mit dem Blut? Alter. Das sieht jetzt schon ein bisschen aus wie so ein kleiner Horrorfilm, ne? Geil gemacht. Geil gemacht. Fasrian. Ein gefallener Engel. Ja, ich dachte an dich, ich würde mit einem Dämon sprechen. Weil vielleicht ist das ja ein Dämone, so ein gefallener Engel, ne? Im weiteren Sinne. Ja. Na gut, okay. Ah, jetzt soll ich hier, na, dann machen wir mal. Erhofft ihr euch meinen Richtspruch? Richtspruch? Was für ein... Ich habe keine Klage eingereicht. Tretet ihr vor mich, um meinen Richtspruch zu empfangen? Ohne die Gaben, die ihr mir dargeboten habt, wäre euer Ende jetzt besiegelt gewesen. Doch jene Bestien, die ihr abgeurteilt habt, waren schuldig an Missbildungen der schlimmsten Art. Missbildungen? Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Okay. Der ist wirklich ein bisschen verdreht im Kopf, ne? Schuldig befunden. Ich bin nicht schuldig. Ihr handelt nun als mein Diener. Echt? Einige Dämonen weigern sich, meine Gesetze anzuerkennen. Geht und tötet sie in meinem Namen. Meine Diener hier werden ebenfalls Aufgaben für euch haben. Tötet rebellische Dämonen. Okay. Dämonen zu jagen, ja, habe ich jetzt nicht prinzipiell was dagegen. Tötet rebellische Dämonen. Okay. Ich weiß nur nicht, ob es gut ist, jetzt so einem verdrehten Kopf zu helfen. Das, es ist eigentlich nicht so ganz meins, aber okay. Das wäre ja noch eine schöne Erweiterung, überlege ich mir gerade so, ne? Wenn man ja hier mit dem Ganzen durch ist und mit Hellester durch ist. Vielleicht wird das ja das nächste Modul. Dann wird das erweitert, so Modul 16b. Und dann muss man Fasrian, den wir ja nicht töten können, weil wir sind ja zu schwach. Meint ihr zumindest, ja, Jas...
wie auch immer sie heißt, Jezreel, dass er zu stark ist. Wo müssen wir hin? Ich rede mal zu viel. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Also so wie wir gekommen sind, müssen wir zu... Moment mal, halt. Hier habe ich noch... Hier. Jezira, so. Jezira hat uns gesagt, er ist zu stark. Usrul. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen, sehe ich gerade. So, Usrul. So viele, die den Tod verdienen. Ja. Du auch? Es ist, elementar. Ich mag euch nicht. Es wäre lustig, euch zu töten. Ach, versuch das mal. Vielleicht wollt ihr ja für mich töten. Dann mag ich euch. Felsen sollten nicht herumlaufen. Tötet sie. Und jene, die brennen, die mag ich nicht. Und nun los. Du brennst doch selber. Ja. Solche wie dich habe ich zu Dutzenden erledigt. Will ich mal nur andeuten, ne? Will ich mal nur andeuten. So, hier auf dem Rückweg habe ich auch noch ein Ausrufezeichen gesehen. Ja. Was war das? Da. Ich wusste doch, ich habe was gesehen. Jezira. Den Boten töten? Es gibt jemanden in Fasrians Hofstaat, der gegen ihn arbeitet. Aha. Walter Garstil Shadow, der Fürst der Minen. Er führt die Dürger in Terminus an und hat sich zusammen mit Trobriand gegen Fasrian verschworen. Wir müssen einen Beweis für Waltergars Verrat finden. Sucht nach Dürger, die in den nahen Minen Seite an Seite mit Konstrukten patrouillieren. Es könnte sein, dass sie verschwörerische Schreiben bei sich haben. Begebt euch wieder zu Fasrian, sobald ihr genügend Beweise gesammelt habt. Und enthüllt ihm die Wahrheit über Waltergars Untreue. Ah, das ist ja ein sehr schlauer Plan, den hier Jezira hat. Um Trobriand zu schwächen wir einen, oder entledigen wir uns eines seiner Helfer, indem wir ihn als Verräter abstempeln, damit er hier abgeurteilt wird? Ja. Heimtückisch. Na gut, was soll ich jetzt eigentlich machen? Okay. Mithril-Platten von den Konstrukten sammeln. Sendschreiben sammeln. Rebellische Dämonen töten. Und Feuerarchonten töten. Ich soll für ein Feuerarchon Feuerarchonten töten? Nein. Na, für den soll ich, die Galebdur töten. Naja, okay. Ich glaube, hier ist eher jeder gegen jeden, ne? So läuft das hier. Oh, das... So ein dicker Klops. Und fällt um wie nix. So, unsere Zeit läuft uns leider davon. Ich habe am Anfang zu viel gequatscht. Na? Wieso stehst du hier noch? Bist du nicht gestorben? Oh, au. Das ging ja schnell. Es ging ja schnell zu Fasrian zurückkehren. Okay, das waren die rebellischen Dämonen. Okay. Das waren die fiesen rebellischen Dämonen. Was können wir sonst noch machen? Elementare töten, Beweise sammeln. Hier müssen... Ach, okay, hier auch Elementare. Elementare. Ihr seid Elementare. Ich merke gerade, ich bin ja noch so geskillt wie zum Endboss, also auf total Single Target. Das hilft mir ja hier nicht so weiter. Lieber so. Dann habe ich zumindest
Na, und so. So und so. Da, Elementare. Ich habe jetzt schon 6 Galebdur, die habe ich ja eben erwischt, aber waren das jetzt keine Elementare? Moment mal. Feuerarchonten. Ah, die Feuerarchonten habe ich jetzt, glaube ich, durch. Okay. Das waren schon mal 6. Jetzt muss ich nur Galebdur. Wo sind die Galebdur? Die müssen auch irgendwo hier sein. Feuerelementare brauche ich nicht mehr. Hm. Oh, ein einziger Galebdur. Da sind noch mehr. Ah. Auf euch habe ich gewartet. So, 12 hätten wir. Das ist ein Dämon. Okay, hier sitzen ein paar Leute herum und machen irgendwas. Haha. Tada, Ausspielstein. Ein runischer Sitz. Wer da wohl drauf sitzt? Na gut, aber das ist eigentlich auch ein schönes Ende für diese Folge. Ich gucke nämlich wieder mal auf die Zeit. Ich mache hier jetzt eine kleine Pause und in der nächsten Folge machen wir natürlich genau hier weiter und werden die Quests beenden und was uns sonst noch so einfällt. Okay, dann erstmal ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald.